Sehr schön. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr den Weg in die Session gefunden habt. Wall Back to the Roots. Ich würde euch am Anfang so ein paar Takte zu mir sagen, wo ich herkomme, was ich so gemacht habe, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Und vorneweg aber noch so ein paar Jitsi-Tipps. Also ich weiß nicht, ihr habt da vielleicht gesehen, in Wertli, die Videokonferenzen sind Jitsi. Wenn ihr im Moment dieses Wertli-Fenster noch außen rum seht, ihr könnt unten rechts auf den drei Punkten, wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr Show Fullscreen. Und dann könnt ihr quasi Jitsi im Fullscreen machen. Dann seht ihr sozusagen ein bisschen größer alles. Erfahrungsgemäß ist auch die Qualität, wenn man den Bildschirm teilt, was ich dann gleich machen werde, nicht allzu doll. Also das heißt, wenn ihr da nichts seht in dem, was ich teile, könnt ihr auch gerne das Moodle dann einfach extra aufmachen. Auf der linken unteren Seite sieht man auf der einen Seite den Chat, den könnt ihr ausklappen, den können wir jetzt gerne verwenden, um uns auszutauschen, Fragen zu stellen und so weiter, Links zu posten und auch die Hand zu heben. Also Jitsi ist recht empfindlich, was Audiostörer angeht, also gut, wenn alle, die gerade nicht sprechen, damit man nicht alle lautes Atmen und die Katze und so weiter hören, einfach ihr Mikro ausmachen. Da gibt es auch auf den drei Punkten, könnt ihr euch die Jitsi Shortcuts anzeigen lassen. Das ist der letzte Eintrag, Show Shortcuts. Da kann man dann zum Beispiel mit der Taste M und V sein Video an- und ausschalten. Wenn man gemutet ist, mit der Taste Space quasi Push to Talk machen. Also wenn man auf Space drückt, dann kann man was sprechen. Wenn man Space wieder loslässt, ist man wieder gemutet. Genau, also so viel vielleicht vorneweg. Ein paar Sätze zu mir. Ich bin Simon Dückert. Manche kenne ich, Moritz sehe ich, Lukas sehe ich, andere kenne ich noch nicht. Ich bin seit Ende der 90er Jahre in dem Themenfeld Wissensmanagement unterwegs, Wissensmanagement und lernende Organisationen. Habe eigentlich Elektrotechnik studiert, am Fraunhofer Institut angefangen und mich dann dort mit dem Thema Wissensmanagement und Wissensbewahrung beschäftigt. Wir haben Anfang, Ende der 90er Jahre mit Audi-Projekten mit dem Thema zu machen, haben das dann 2001 als Cogneon Akademie ausgegründet und haben seitdem so 340 bis zu über 340 Wissensmanagement- und Lernorganisationen-Projekte gemacht. Vielleicht kennt ihr die sozialen Medien bei Audi, Guide-Netzwerk bei Audi, der Adidas Learning Campus, Bosch Learn Agility, also Bosch Learning Company. Das sind so ein paar Beispiele, die man vielleicht kennt. Ja, also die Themenfelder, wenn ich mich vertecke, neben Wissensmanagement und Lernorganisationen, da tauchen dann so Sachen auf wie Wissenslandkarten, Wissensstrategien, Communities of Practice, Community Management, soziale Netzwerke, soziale Intranets, Wikis, Blogs, Barcamps, Hackathon. Also falls ihr da Interesse habt, wir haben bei uns im Wiki so eine Liste mit so gut 70 Methoden, die wir so regelmäßig einsetzen, dann kann ich die nachher auch noch in den Chat posten. Vielleicht sowas meine Brücke zu Woll. Woll kommt ja, und da soll es heute drum gehen, so aus diesem Dunstkreis Enterprise 2.0, Blogs, Podcasts, da werden wir heute so ein bisschen was sehen. Ich sehe gerade, die Katharina postet den Chat, bei ihr ist die Tonqualität nicht so gut. Ist das bei allen so? Nee, okay. Ja, das ist bei Jitsi ist das sehr individuell. Manchmal hilft es, den Browser nochmal neu zu laden, dann wird es besser, aber da kann ich leider von hier nicht viel machen. Genau, und 2015, da hat der Ragnar und die Deutsche Bank, der Thomas, eingeladen. Da war das erste Treffen, wo so knapp 20 Leute der deutschsprachigen Woll-Community dann in Frankfurt waren bei der Deutschen Bank. Haben wir auch schon zugeschaltet. Da haben wir dann hinterher so drei Test-Circle gegründet, um mal zu schauen, wie passt so eine amerikanische Methode in den deutschsprachigen Kontext. Ich habe seitdem selber 12 Woll-Circle gemacht, viel auch mit so Woll für Führungskräfte, also mit so 5 Führungskräften gemeinsam in einem Circle. Habe dann 2016 auch so eine Variante, diese LernOS-Leitfäden, die auch so einen Woll-Lernpfad drin haben, gegründet. Also das ist so ein bisschen mein Bezug zu dem Thema. Genau, ich würde sagen, ich teile jetzt mal meinen Bildschirm. Moment, da kommt er. Schreibt mir mal kurz in den Chat, ob ihr den seht. Hier gehe ich wieder auf Fullscreen. Genau, Technik schreibt am besten Chrome. Das ist, und wie gesagt, nochmal den Link zu dem Mural, falls da jemand direkt drauf will. Ich würde so machen, ich würde am Anfang erstmal ein bisschen was erzählen. Wenn ihr wollt, hebt die Hand, dann kann ich euch gleich dran reinnehmen, dann könnt ihr euch gleich entmuten sozusagen. Ansonsten würde ich schauen, dass wir die zweite Hälfte der Session einfach dann komplett interaktiv gestalten.
Also, wie habe ich mir das vorgestellt? Ich habe hier in der Mitte mal versucht zu beschreiben, wie ich das gedacht habe. Ich habe mal so 5 Stationen rausgepickt. Es gibt eigentlich noch viel mehr in dieser Zeit vor 2014, aber das sind so die 5, wie ich eigentlich die Story immer erzähle. Ihr könnt auf dem Mural währenddessen gerne schon Fragen, Kommentare als Post-it draufpacken. Oben rechts gibt es hier so ein kleines Post-it-Symbol. Wenn man hier aufs Post-it klickt, dann landet sofort ein neues Post-it in dem Whiteboard. Na, man sieht unten rechts, da gibt es diese Pinnwand für Fragen. Am besten ihr packt die gleich auf die Pinnwand, weil ich würde dann zwischen dem Impulsteil und dem Teil, wo wir die Fragen beantworten, euch 2 Minuten Zeit geben. Dann könnt ihr euch die Fragen anschauen und auch bewerten, dass wir sicherstellen, dass wir in der Reihenfolge des Interesses quasi auf die Fragen eingehen. Na, das steht dann auch hier nochmal. Also sprich, packt gerne auf das Whiteboard eure Themen. Na, wir stimmen dann 3 Minuten ab über die Themen, die wir besprechen wollen dann am Ende. Und dann gehen wir einfach in der Reihenfolge der meisten Stimmen vor. Gute Demokratie auch in der Session. Ja, also dann fange ich mal an. War da ganz oft so das Thema, hier passend zu Wall Mindfulness, was mir gut gefällt, dass das auch gibt, wichtiges Thema. Mal so ein Sinnbild ausgewählt. Ne? Es gibt ja oft so Themen, die treiben dann irgendwann Früchte und werden sehr sichtbar, gehen in die Breite, werden Mainstream. Und ganz oft gibt es darunter eben die Wurzeln, die sind so ein bisschen unsichtbar. Viele kennen die auch gar nicht. Ne? Und das ist, denke ich, sinnvoll, sich die einfach mal anzuschauen. Ich habe bei uns in der Community-Plattform mal so einen Post gemacht, der ist jetzt schon ein bisschen älter, aus 2018 irgendwann. Der heißt WOL Back to the Roots. Und da habe ich mal so eine Link- und Literaturliste zusammen kuratiert. Ne? Und da sind einige der Beiträge, die hier drin sind, auf die würde ich jetzt heute eingehen. Ihr könnt die gerne auch dann mal durchklicken. Das funktioniert immer so: Auf allen Bildern, die ihr auf dem Whiteboard seht, ist oben so eine graue Kiste nochmal drauf, wo dann der Autor und Titel steht. Und ganz unten, das sieht man hier so ganz klein, steht Open Link. Und so kommt ihr von dem Whiteboard an auch direkt zu den Quellen. Bei dem Connected hier, da braucht ihr einen Zugang auf der Community-Plattform. Bei allen anderen, die sind einfach offen im Netz. Na, und da würde ich jetzt mal so, sieht man ja schon so ein bisschen, machen auch einen Circle sozusagen im Kreis hier, einmal so rechts oben und so ein paar Sachen einfach anschauen. Das erste, was ich mal gerne nehme, ist der Jim McGee. Das war für mich eine ganz wichtige Person. Und zwar hat er so für uns eigentlich die Brücke zu dem Thema geschlagen. Der hat sieht man hier ein bisschen schlecht, in 2.2 einen Blogartikel geschrieben, den hat er genannt Knowledge Work as Craft Work. Das ist eigentlich so die Grundidee, die es ja seit den 60er Jahren gibt, dass mit dem Übergang von Industrie in Wissensgesellschaft das Thema Wissen und Lernen eigentlich immer wichtiger wird. Das hat schon Peter Drucker hat schon von den Knowledge Workern gesprochen und von Postmodern Society und solchen Themen. Und was der Jim McGee in dem Post hier aufgreift, das habe ich hier mal ein bisschen gelb markiert, weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, deswegen lese ich es kurz vor oder übersetze es, ist der Aspekt, dass durch die Digitalisierung Wissensarbeit unsichtbar wird. Also da, wo ich früher, wenn Ingenieure irgendwie Prototypen gebaut haben, Fahrzeuge gebaut haben, war das, was sie gemacht haben, sichtbar. Man konnte sich das anschauen. Und heute sitzen die alle vorm Rechner, weil alles nur simuliert wird und konstruiert wird am Rechner. Und ich sehe das eigentlich nicht mehr. Es ist verborgen. Ne? Von der Empfangsdame bis zum Oberingenieur sitzen alle vorm Rechner und was die da arbeiten, ist unsichtbar. Und das ist eigentlich so die Grundproblematik, vor der wir stehen. Zusätzlich dazu haben wir eher das Need-to-Know-Paradigma statt Open by Default. Also alles, was die so abspeichern, ist erstmal so sehr verschlossen in Silos, ne? Auf meiner Festplatte, auf meinem Teamlaufwerk, in meinem Projektlaufwerk. Also es ist alles weg und unsichtbar. Na, dann habe ich euch als zweite Station mal reingenommen, hier von dem Glyn Moody. Das wäre auch interessant, wenn jemand eine noch ältere Quelle kennt. Das ist so die älteste Quelle, die ich kenne, wo tatsächlich Working Out Loud auch im Titel mal aufgetaucht ist. Ja, und zwar mit dem Thinking Out Loud, das ist so, was aus Psychologie oder Medizin kommt, Thinking Out Loud, Laut-Denken-Protokolle ist ja da eine recht bekannte Methode. Ja, und in dem Text, wenn man den mal liest, ist sozusagen das Bloggen, was so 2004, 2005 ein sehr großer Trend war, wo bei uns Republika und so Dinge herkommen, sozusagen so ein Aspekt, wo ich sage, ich speichere das, was ich weiß, was ich mir denke, schreibe ich nicht hier auf so ein Notizbuch, auch nicht mein Moleskine, auch nicht mein OneNote. So, ich schreibe das in einen Blog erstmal für mich, dass ich es reflektieren kann. Und der Aspekt des Bloggens hat quasi so als Randaspekt, dass es andere auch noch lesen können. Also so als Abfallprodukt können andere in meine Notizen reinschauen, ne? Wo ihr jetzt meine Notizen nicht lesen könnt, in meinem Blog könnt ihr sie lesen. Ja, und das ist eigentlich, finde ich, gerade weil dieses Thema Openness, ne, so Open by Default, Open Content, Open Access da drin steckt,
finde ich einen sehr schönen Ausgangspunkt mal. Ich blende es da mal aus. Genau, dann gibt es zwei Bewegungen. Das eine, ich weiß nicht, ob jemand Dave Weiner kennt. Der ist hier falsch geschrieben, der muss mit W geschrieben werden. Dave Weiner ist so ein sehr früher Protagonist in dem ganzen Feld von Blogging, von RSS, von Podcasting. Der hat unter anderem auch den RSS-Standard definiert. Ne? Und der hat beobachtet in seiner Firma Userland Software, dass auf einmal Leute angefangen haben in der sehr frühen Phase von Twitter, das, was sie sich denken, Ideen, die sie haben, auf Twitter offen zu schreiben und offen zu teilen. Ne? Und so ein bisschen in diesem Kontext dieser versteckten Wissensarbeit, schreibt er da unten klein, ne? Twitter ist very much eine Radio-Work-Environment, also zusätzlich zu vielen anderen Dingen wird dort die Frage gestellt, what are you doing? Ne? Und das heißt, wenn ich die Frage beantworte in Twitter, dann fange ich sozusagen an, über meine Arbeit zu erzählen. Ich habe schon lange nicht mehr reingeguckt, ich mache das mal parallel. Genau, Twitter ist jetzt mittlerweile eher so in Richtung News geschwenkt. Mittlerweile steht bei mir in der Twitter-App, was gibt es Neues? Ne? Also sehr viel so an Trump denkt und an die Medien denkt. Ne? Das ist eher so dieses News-Verbreiten. Früher war die Frage im Twitter-Client, what are you doing? Und wenn ich das beantworte, praktiziere ich quasi schon Working Out Loud, weil ich in Twitter reinschreibe, was ich gerade mache, woran ich arbeite, welche Probleme ich habe, wo mir jemand helfen kann. Na, und da kam dieses Radio Work her, also Storytelling auf die eigene Wissensarbeit angewandt. Springen wir mal hier eins weiter rüber. Kamen dann zwei Leute, also man sieht oben, weiß nicht, ob man das lesen kann, das sind Folien von der Enterprise 2.0 Konferenz. Na, parallel ist so technologisch 2004, 2005 war so die Geburtsstunde von Web 2.0, Tim O'Reilly. What is Web 2.0 ist ein schönes Paper, was das zusammenfasst, also dieser Wandel des Webs von einem Konsumentenweb, wo ich was lese, was runterlade, was kaufe, hin zu einem Mitmachweb, also zu einem partizipativen Web. Ja, denkt an, jeder hat seinen YouTube-Kanal, wir schreiben gemeinsam das Weltlexikon in der Wikipedia zusammen. Ja, und Andrew McAfee hat 2006 quasi diesen Übertrag gemacht, ne, Web 2.0 in Enterprise 2.0 verwandelt. Gibt es auch ein Paper, wie heißt das? The Rise of the Networked Enterprise oder so. Wo er quasi beschreibt oder Enterprise 2.0 definiert als den Einsatz dieser offenen sozialen Medien innerhalb von Organisationen mit dem Zweck, sozusagen intern und extern Wissen zu teilen, um Ziele der Organisation besser zu erreichen. Also so implizit die Hypothese, wenn wir Wissen und Informationen nicht in Silos wegsperren, sondern die offen teilen, dann haben wir alle mehr davon. Ne? So John Involve würde sagen, good for you, good for your company quasi. Ja, und da kam sozusagen dieses Observable Work Pattern her. Also sozusagen Arbeitsmuster, die dazu führen, dass bestimmte Teile meiner Arbeit nicht mehr versteckt sind, sondern eben offen einsehbar sind. Er macht unten die kleine Einschränkung. Observable meint observable in an appropriate context, wie er sagt, also in einem bestimmten Kontext. Ja, das kann jetzt in der Firma sein. Irgendwas ist nicht mehr in meiner Mailbox oder in meinem Desktop, sondern alle Mitarbeiter in der Organisation können es sehen, was ich da geschrieben habe. Oder eben nicht mehr nur in einem bestimmten Projektteam sind die Lessons learned in Bezug auf ein Projekt, sondern die ganze Organisation oder der ganze Geschäftsbereich oder der ganze Standort kann das sehen. Na, das gab es auch lange Zeit, wenn ihr im Twitter-Archiv mal kramt, gab es OWork, also OWork für Observable Work als Hashtag, bevor dann WOL aufkam. Da ist auch hier, das hier ist ein Screenshot aus einem Foliensatz. Wenn ihr hier dem Link folgt, unten, da ist auch der ganze Foliensatz verlinkt. Ja, und dann kam in 2010 kam Bryce Williams, IT-Berater, und ist ja, glaube ich, bei Eli Lilly, auch alles in dem Kontext E2.0-Konferenz in den USA. Ja, und er greift eigentlich beide Sachen auf. Er sagt, wenn das Problem ist, dass Wissensarbeit in Organisationen unsichtbar wird und wir ständig das Rad neu erfinden, die gleichen Fehler wieder machen und damit halt sehr viel Produktivität liegen bleibt, dann müssen wir beides tun. Dann müssen wir auf der einen Seite Arbeitsobjekte, Arbeitsergebnisse sichtbar und zugreifbar machen. Na, aber so ähnlich wie in der Wissenschaft, da reicht mir auch nicht das Paper, wo das Ergebnis drinsteht, sondern ich muss wissen, warum hat man einen bestimmten Ansatz gewählt? Welchen Ansatz hat man verworfen? Was hat nicht funktioniert? Unter welchen Rahmenbedingungen könnte eine andere Lösung vielleicht doch funktionieren? Na, und das war, wo ich fand, wo er dann 2010 eigentlich den smarten Move gemacht hat und gesagt hat, ich bringe die zwei Sachen zusammen.
Also sprich diese Definition Working Out Loud als auf der einen Seite Observable Work, Arbeit wird sichtbar dadurch, dass sie in offenen Repositorien gespeichert ist, in einem bestimmten Kontext, plus eben Narrating Your Work, ich fange auch an, über die Arbeit zu erzählen, in Form von Twitter oder in Form von Blogs oder in Form von Podcasts, aber natürlich auch physisch. Also man hat, finde ich, in dem Diskurs sehr viel Fokus auf soziale Medien und Technologie, dieses Mindset quasi über meine Arbeit offen zu sprechen. Das kann ich natürlich bei einem Mittagessen in der Kantine, in der Cafeteria genauso machen oder bei einem Barcamp. Na, da müssen nicht immer soziale Medien und Technologie eine Rolle spielen. Also das kann durchaus auch komplett technikbefreit stattfinden. Der Vorteil, den man immer hat mit der Technologie, ist, dass Technologie und Digitalisierung halt skaliert. Also so ähnlich wie jetzt hier. Wir sind jetzt in der Session mit so knapp 30 Leuten. Na, kann man sagen, okay, passt, die 30 Leute waren genau die richtigen. Na, wenn man die dann aufzeichnet, stellt sie hinterher auf YouTube, können vielleicht nochmal 30 sich das anschauen. Na, und damit skaliert es halt einfach mehr. Also das heißt quasi, ich habe die Möglichkeit, wenn ich jetzt über so Blogs, Podcasts, Videoblogs, Twitter und so weiter nachdenke, Wissen sehr viel besser zu verbreiten und zu skalieren. Na, das ist auch ein bisschen die Auflösung für die, die früh im Raum waren. Weil das ist ganz spannend, wenn man den Blog so ein bisschen weiter runterliest. Bryce Williams macht quasi diese Parallele zu der Szene in Spaceballs. Also wer das kennt, Mel Brooks Film, so eine Science-Fiction-Komödie, ist nicht jedermanns Geschmack. Aber da gibt es quasi eine Szene drin, wo Lord Helmchen mit seinem Adjutanten da vor einer Videokassette steht, also vor einem Film steht, und es ist der Film, den sie selber gerade machen. Und sie können den Film vor- und zurückspulen. Und es geht quasi darum, dass sie in den Film reinschauen können, um zu gucken, was gerade jetzt passiert. Und das ist übertragen, wenn ich an eine Organisation denke und ähnlich wie unsere Gehirnzellen, alle die ganze Zeit eben ihre Arbeitsergebnisse sichtbar haben, drüber sprechen, wo habe ich gerade Probleme, was will ich nächste Woche anfangen, wer kann mir da helfen, dann habe ich eine Chance, nicht erst, wenn ein Projekt zu Ende ist, in der Projektpräsentation reinzuschreiben, das hat nicht geklappt, weil Grund ABC, sondern jeder hat die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt in das Jetzt hineinzuschauen. Na, und das finde ich in dem Blogpost, das ist ein ganz, ganz witziges Augenzwinkern, dass er das eben mit dem Film in Verbindung bringt. Dann gehe ich mal noch ein bisschen raus, haben wir noch eine Station, ich hatte geschrieben bis zu 14, also mache so einen kleinen Sprung. Was da noch passiert ist, und ich weiß nicht, ob das in euren Kontexten relevant ist, weil letztes Jahr auf dem Wallcamp dabei war, da ich ja mit der Kata so eine Session zu Messbarkeit und KPIs von Woll, was ja so ein Dauerbrenner-Thema ist. Ich glaube, da gab es dieses Jahr eine Session dazu, weiß ich gar nicht. Da habe ich euch als letzte Station noch reingebracht die Dissertation von dem Dennis Pierce, University of Kentucky. Na, der hat sich quasi mal dran gesetzt und hat gesagt, ich entwickle mal eine Methode, um WOL zu messen. Na, hat da auch, also in der DIS ist schön aufgearbeitet, so ein bisschen diese Entwicklung der Definitionshistorie. Er hat das ein bisschen erweitert. Ne? Er sagt, working out loud is the act of doing work and or narrating that work. Dann bringt er einen Aspekt rein, unabhängig davon, ob ich das jetzt als Individuum oder als Gruppe mache. Ne? Also auch ein Projektteam oder eine Abteilung kann working out loud praktizieren, indem sie in ihre Projekte sich reinschauen lässt. Ne? Wenn man das so ganz praktisch macht, viele Organisationen haben ja so SharePoint und so Kram, ne, wo man sagt, ich lege einen neuen an für ein Projekt, der ist automatisch, das Erste, was ich angebe, ist die Berechtigungsgruppe und der ist quasi immer close by default für die 10 Mitglieder des Projekts, ne, wo sich das Team jetzt entscheiden kann und sagen kann, Mensch, vielleicht außer dem Budget und irgendwelchen vertraglichen Sachen kann eigentlich jeder in der Organisation in unsere Projektunterlagen reinschauen, ne, und das wäre so ein erster Akt, quasi Working Out Loud Mindset auf so ein Projekt anzuwenden. Na, damit es eben innerhalb der Organisation sichtbar wird. Ja, und was er da noch gemacht hat, das verwenden wir ganz oft, wenn man so, sagen wir so, Wolliness-Index macht, also wenn man ein bisschen rausfinden will, wie ist denn das Wall-Mindset in der Kultur schon verankert. Ne? Er hat hier so ein Messsystem gemacht mit so um die 10 Deskriptoren, wo es jeweils eine Frage gibt. Ne? Machen wir ein paar Beispiele. Also hier steht zum Beispiel, I share my thoughts and ideas, also ich teile meine Gedanken und Ideen auf einer sozialen Plattform, ne? Die heißt überall anders, Connect by Conti, Connect by Bosch, Connect by Daimler, also da hat ja jeder ein bisschen eigene Plattformen intern, mit anderen, zusätzlich dazu, dass ich es mit den direkten Mitarbeitern in meiner Abteilung teile.
Oder ich teile quasi schwierige Probleme, die ich habe, die arbeitsbezogen sind, auf so einer Plattform mit anderen. Ja, und da hat man eben so zehn so Kriterien, ich lese jetzt nicht alle vor, die könnt ihr im Nachgang euch selber anschauen, und macht es eben auf so Likert-Skala 1 bis 7, never bis always. Und damit kann man halt schön quasi darüber mal so eine Baseline-Messung machen, ne, wenn man jetzt sagt, man führt sowas ein wie Community-Management oder Blogging oder Podcasting oder steckt die Leute in WOL-Circle, ne, um zu sagen, wo stehen wir denn zu Zeitpunkt 1 und hat man irgendwie eine Indikation, dass das besser wird durch die Maßnahmen, die man eben trifft. Genau, damit sind wir durch den Kreis einmal durch. Ich habe jetzt auf die Fragen nicht schauen können. Was ich euch jetzt bitten würde, wäre, dass wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dass ihr jetzt hier auf diese Pinnwand geht und die dort als Post-it reinpackt. Ihr könnt einfach, die drauf sind, sind glaube ich alle von mir, die könnt ihr nehmen. Oder ihr holt euch da links oben eine und kopiert sie und schreibt da bitte Fragen, Anmerkungen einfach drauf. Ich stelle hier oben mal den Timer auf 2 Minuten. Danach machen wir nochmal 2 Minuten, da könnt ihr die dann alle bewerten und dann kriegt man so ein Ranking. Müssen nicht alles Fragen sein, ihr könnt gerne auch Anmerkungen machen, Kommentare machen. So ein Ranking, die gehen wir dann durch, je nachdem wie viel Zeit noch verbleibt. Wir sind ungefähr in der Halbzeit nach meinem Timer hier, 23 Minuten haben wir noch. Also haben wir so 19 Minuten dann am Ende noch Zeit. Also der Timer läuft oben,